Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Winds of Change. Sovi wollte uns noch zwei Dinge erzählen. Und ja, es muss um den Spion, den Maulwurf, den Verräter gehen, den er erwähnt hatte. Ich sage ihm, dass er aufhören soll, um den heißen Brei herumzureden und mir alles sagen soll. Wir mussten noch viel planen für unseren finalen Angriff und wir hatten sehr wenig Zeit. Well then, do you two want to tell her? Or should I? Nun denn, wollt ihr zwei es ihr sagen oder soll ich das übernehmen? Fro und Ulrich verändern im Stillen ihre Position. Sie fühlen sich offensichtlich unwohl. Warte mal, keiner von den beiden ist ein Verräter. Das willst du mir jetzt doch wohl nicht erzählen. Von was sprach Sovi da? Niemals. Auf keinen Fall waren Ulrich und Fro irgendwie unehrlich. Ihr kleines Schauspiel in Alarinthia mal ausgenommen. Sie dienten Damek und Salus schon seit Jahrzehnten. Sie waren mit Leichtigkeit diejenigen, die am vertrauenswürdigsten waren. I guess it's time. I'll go first. Ich schätze, es ist an der Zeit. Ich fange an. Ulrich tritt vor und nimmt einen tiefen Atemzug. Während Sovi ihn beobachtet mit seinem typischen Grinsen. My allegiance is with the rebellion. I can promise you that. But that wasn't always the case. It's all in the past. Ages ago. Sovi is trying to harm our trust with ancient information, Monarch. Ich bin der Rebellion treu ergeben. Das kann ich dir versprechen. Aber das war nicht immer der Fall. Es ist eine Sache der Vergangenheit, schon Jahre her. Sovi versucht dein Vertrauen oder das Vertrauen, das wir ineinander hegen, zu zerstören, mit uralten Informationen, Soraya. I knew this was going to happen. He'd earn your trust with a couple of interesting facts and then attack. This is subterfuge. My past has no bearing on my current loyalty. Ich wusste, dass das passieren würde. Er würde sich unser Vertrauen erschleichen mit ein paar interessanten Fakten und dann angreifen. Das ist Subterfuge. Ich weiß nicht, was das heißt. Tut mir leid. Jedenfalls, meine Vergangenheit hat nichts mit meiner oder hat keinen Einfluss auf meine jetzige Loyalität. But I knew this secret would come out sooner or later. That's the real reason I sided with Pro to cheat the Colosseum. You'd know my loyalty was with you, no matter what. Aber ich wusste, dass dieses Geheimnis früher oder später ans Licht kommen würde. Das ist der wahre Grund, warum ich mit Pro diesen Plan im Kolosseum ausgeheckt hatte. Du würdest wissen, dass ich dir treu ergeben bin, egal was kommt. So viel war wahr. He had no guarantee. Er konnte nicht mit Sicherheit wissen, dass ich mich auf Vivians Seite stellen würde. Und er hätte es auch nicht tun müssen. Am Ende. Aber. Nein. Und er hätte das schließlich letztlich auch nicht tun müssen, aber er war bereit, seine Träume aufzugeben. Das war Beweis genug für seine Loyalität. Aber ich war immer noch ein wenig besorgt. Delaying, as always. He's scared of you, Monarch. He knows you might throw him away. Er zögert es wie immer hinaus. Er hat Angst vor dir, Soraya. Er weiß, dass du ihn vielleicht wegjagen könntest. No. The Monarch would never do that. Not after what I did for our cause in Alarinthia. So go ahead, Sovi. Watch your plan crumble and fall. Nein, das würde sie niemals tun. Nicht nach dem, was ich in Alarinthia für unsere Sache getan habe. Also los. Schieß los, Sovi. Und sieh zu, wie dein Plan zerfällt. Ich bemerke, wie ich das Gefühl habe, als würde ein Gewicht von meinen Schultern genommen werden. Das Schwert verschwindet aus seiner Scheide. Sovi tut es schon wieder. Wie auch immer, zu meiner großen Überraschung, es ist nicht das, was als nächstes passiert. Ulrich seufzt, sowohl erleichtert als auch ein wenig ängstlich, als das Schwert in seinen Händen wieder erscheint. Ich mache ein paar Schritte zurück. Ich bin schockiert. Wie in aller Welt war das möglich? Grand Inquisitor Ulrich. That was lifetimes ago. Ancient history.
He's using a dead past to try and hurt us, Monarch. Großinquisitor Ulrich, das ist schon ein ganzes Leben her. Eine uralte Geschichte. Er benutzt eine Geschichte, die schon lange tot ist oder schon längst der Vergangenheit angehört, um unser Vertrauen unserem Vertrauen zu schaden, Soraya. Ulrich war ein Großinquisitor. Haben wir sowas nicht schon mal gehört? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Oder war das einfach nur so mein... Bringe ich da jetzt gerade einfach nur irgendwas durcheinander und... Egal. Da muss er der Verräter sein, den Sovi vorher erwähnt hatte. Jetzt beginnt das alles Sinn zu ergeben. I realized that the Triumvirate was my true enemy. That's when I decided to join the Rebellion. You really thought this would work, Sovi? Mir wurde klar, dass das Triumvirat mein wahrer Feind ist. Und das war der Moment, dass ich beschloss, mich der Rebellion anzuschließen. Dachtest du wirklich, dass es funktionieren würde, Sovi? I never said I was intending to hurt you. This is merely information that might help you in Baltaeus. Ulrich has inside knowledge, Monarch. And he can wield the blade. Ich sagte nie, dass ich vorhätte, dich zu verletzen. Es ist einfach eine Information, die euch in Baltaeus helfen könnte. Ulrich besitzt Wissen, das sonst keiner hat, Soraya, und er kann das Schwert führen. It's your choice if you let this information hurt you. But in your situation, I would be relieved to know. Now, there's no need to keep any more secrets. Es ist deine Entscheidung, ob du zulässt, dass diese Information dir Schmerzen zufügt. Aber in deiner Situation wäre ich erleichtert, das zu wissen. Jetzt braucht ihr keine Geheimnisse mehr voreinander zu haben. Ich hasse es, das zuzugeben, aber er hat recht. Es hat ja nicht geschadet. Es ist nur verdammt sneaky, uns das so zu erzählen. Beziehungsweise Ulrich so dazu zu zwingen, sich zu öffnen. Ja, genau. Ich bin gerade so verwirrt. War Sovi gerade dabei, uns zu helfen oder uns zu schaden? Ich kann schon verstehen, wie er vielleicht denken konnte, dass Ulrichs Vergangenheit unser Vertrauen schwächen würde. Aber ich kann auch sehen, dass diese Information, die er uns eben gegeben hat, uns helfen kann. Außerdem ging Ulrich sehr professionell mit dieser eigentlich sehr seltsamen, sehr extremen Situation um. Unter allen anderen Umständen hätte ich diese Information, die wir gerade erhalten haben, vielleicht schlechter aufgenommen. Aber er hat recht. Es ist ein Teil seiner Vergangenheit. Und er hat genug getan, um mir seine Loyalität zu beweisen. Was in Alarinthia passiert ist, macht endlich vollkommenen Sinn für mich. Er hat sich mein Vertrauen gesichert, als für den Moment, wo dieses Geheimnis ans Licht kommen würde. Genial, wirklich. Deal with him more. Ich hätte mich früher oder später sowieso damit auseinandersetzen müssen. Diese Konversation hatte das Potenzial, so richtig in die Luft zu gehen, und ich bin froh, dass das nicht passiert ist. Ich kenne Ulrichs wahren Plan, aber Pro bleibt immer noch eine, ja, Wildcard, immer noch, da weiß ich es immer noch nicht. Was war sein eigentliches Ziel? Ich drehe mich um ihn anzusehen, und er versteht das als Signal, dass er jetzt dran ist und zu sprechen beginnt. Ulrich gibt mir das Schwert zurück und ich platziere es wieder in seiner Scheide. Pro sieht besorgt aus. War sein Geheimnis vielleicht schlimmer als das von Ulrich? Go on. Tell the Monarch, Pro. It's time for her to know. Don't you think? Dieser Ton, in dem Sovi spricht, oder? Komm schon. Los geht's. Sag es, Soraya, Pro. Es wird Zeit, dass du es sie wissen lässt. Denkst du nicht auch? Er schluckt, bevor er zu sprechen beginnt. So, I guess I'll start from the beginning. My parents abandoned me. They didn't die in the occupation like I tell everybody. I've always wanted to know one thing. Why? Das hat er uns ja schon erzählt.
Ich schätze, ich fange am Anfang an. Meine Eltern haben mich im Stich gelassen. Sie sind nicht bei der Belagerung gestorben, wie ich es gerne jedem erzähle. Und ich wollte immer diese eine Sache wissen. Warum? None of my searches gave me any useful information, so over time I grew more and more desperate. One day, the Triumvirate reached out to me. Keine meiner Suchen lieferte irgendwelche nützlichen Informationen und mit der Zeit wurde ich immer verzweifelter. Eines Tages trat das Triumvirat auf mich zu. Oder an mich heran. Er sieht zu Boden und schämt sich. They said they knew the truth about my parents. But in exchange, they wanted me to give them information. Details about the rebellion. It seemed like a harmless exchange. Sie sagten, sie wüssten die Wahrheit über meine Eltern, aber im Gegenzug wollten sie, dass ich ihnen Informationen liefere. Details über die Rebellion. Es schien wie ein harmloser Austausch. Pro war der Verräter, der Maulwurf? But over time they started to ask for more and more. I gave them so many secrets, but got nothing in return. It wasn't much longer before I quit. I had enough of their lies. Aber mit der Zeit verlangten sie immer mehr und mehr Informationen. Ich habe ihnen so viele Geheimnisse verraten und nichts im Gegenzug erhalten. Es dauerte nicht lange, bevor ich aufhörte. Ich hatte genug von ihren Lügen. But the damage was already done, wasn't it? Aber der Schaden war bereits angerichtet, nicht wahr? Ja. Ja. What was the last thing you leaked to them, Pro? Was war das Letzte, was du ihnen verraten hast, Pro? The location of our new HQ. The tunnels. It was a good hideout. Right under their noses. They'd never find it. Unless somebody told them. Der Ort unseres neuen Hauptquartiers. Die Tunnel. Es war ein gutes Versteck, direkt unter ihrer Nase. Sie hätten es niemals gefunden, wenn es ihnen nicht jemand erzählt hätte. Ich war bis in mein Innerstes erschüttert. Pro war derjenige, der unseren Standort verraten hatte. Dann bedeutete das... That's right. Pro is responsible. His leak enabled us to attack you in Mazeo. All of those lives. The blood is on his hands. Das ist richtig. Pro ist verantwortlich. Er hat uns Informationen geliefert, dank deren wir euch in Mazeo angreifen konnten. All diese Leben, ihr Blut klebt an seinen Händen. No! Like I said, I quit! They lied to me. They knew nothing about my parents. All they wanted was somebody gullible enough to serve them. Nein, wie ich sagte, ich habe aufgehört. Sie haben mich angelogen. Sie wussten nichts über meine Eltern. Alles, was sie wollten, war jemand Gutgläubiges, der ihnen diente. It doesn't change what happened, Pro. Now, Monarch, how do you take this? Das ändert nichts daran, was geschehen ist, Pro. Nun, Monarchin, wie nimmst du das auf? Hey, I proved my loyalty. Just like Ulrich. I put my life on the line to serve the Rebellion. There was no guarantee we'd survive the Colosseum. Hey, ich habe meine Loyalität bewiesen, genau wie Ulrich. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um der Rebellion zu dienen. Es gab keine Garantie, dass wir das Kolosseum überleben würden. Das Ding ist, auch wenn mein Charakter hier vielleicht gerade komplett schockiert ist, ich kann es verstehen. Also ich würde jetzt eigentlich Ulrich... Nein, also Ulrich sowieso, aber Pro direkt sagen, mach dir keine Sorgen, ich werf dir das nicht vor. Also auch wenn das jetzt vielleicht verrückt klingt, aber er kann ja nichts an seiner Vergangenheit ändern. Er hat sich geändert, er hat was sehr, sehr Dummes gemacht, was letztlich dazu geführt hat, dass viele Menschen gestorben sind. Er hätte uns das sagen können. Aber was bringt es, wenn wir ihm jetzt misstrauen, wo er auf unserer Seite steht? Ich hatte solche Angst, dass er gestorben wäre im Kolosseum. Und ich werde jetzt nicht zulassen, dass so eine Information dafür sorgt, dass wir ihn jetzt doch noch verlieren. So viel war wahr.
Ich wusste, dass alles zu gut war, um wahr zu sein. Der wahre Grund, warum sie getan hatten, was sie getan hatten. Sie taten es aus Eigennutz. Damit sie sich selbst verteidigen könnten, wenn sie wenn ihre Geheimnisse ans Licht kommen. Aber mit solch einem Motiv, waren sie da wirklich vertrauenswürdig? Ulrichs Vergangenheit war etwas, was ich leicht verzeihen konnte. Aber was Pro uns allen angetan hat, ja, Himmel, ich kann ihm auch das verzeihen. Charakter, ich spiele dich. Tu, was ich will. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Sovi was fighting a worm. Sovi, ja. Also wörtlich ja, führte Krieg mit meinem Geist sozusagen, oder in meinem Geist. Look, I made up for what I did. All those lives we lost, we got them back, and more. Our Alarinthian allies will help us win this war, hands down. Sieh mal, ich habe es wieder gut gemacht. All diese Leben, die wir verloren haben, wir haben sie zurückbekommen. Und mehr noch. Unsere Verbündeten aus Alarinthia werden uns helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Keine Frage. Ich nicke. Diesen Punkt kann ich anerkennen, ja. Aber ich würde mehr Zeit brauchen, um darüber nachzudenken. Wenn die beiden hier Geheimnisse hatten, wie war es dann mit meinen anderen Kameraden? Ich begann, die Loyalität von jedem um mich herum in Frage zu stellen. Das musste aufhören. Das war es vermutlich, was Sovi wollte. Ich musste sicherstellen, dass jeder mir loyal ergeben war, bevor wir uns auf den Weg nach Baltheus machten. Ulrich war der vorherige Großinquisitor? Pro war ein Maulwurf, der für die Attacke in Maseo verantwortlich war? Wie sollte ich damit umgehen, genau vor unserem letzten, finalen Kampf? Ich bat Ulrich und Pro, mich mit Sovi allein zu lassen. Wir würden uns ein wenig Ruhe gönnen und uns dann am nächsten Morgen auf Deck wiedersehen. Ein letztes großes Zusammentreffen, bevor wir in Maseo ankommen, würde helfen. Ich kann die Sorge auf ihren Gesichtern sehen, und ich sage ihnen, I tell them I'm not through, und ich versichere ihnen, dass ich sie nicht einfach wegwerfen werde, dass ich sie nicht einfach von mir stoße. Als sie gehen, ist die Sorge immer noch da. Aber immerhin waren ihre Geheimnisse endlich gelüftet worden. Ich wusste nicht, ob alle anderen das Ganze hier wussten, aber ich schätze, es war genug, wenn ich es wusste. Immerhin hatte ich das Sagen. Ich wende mich wieder Sovi zu und verschränke meine Arme. Ach nee, der seine Arme verschränkt, Entschuldigung. So much dishonesty in the air, wouldn't you agree? I want you to look at your comrades and then look at me. Unlike them, I've been nothing but honest with you. Ja, du bist schon ein kleiner Sack, ne? So viel Unehrlichkeit, die hier in der Luft liegt. Stimmst du mir da nicht zu? Ich will, dass du dir deine Kameraden ansiehst und an mich. Anders als sie war ich immer absolut ehrlich zu dir. I would rather have an honest enemy than a cheating friend. That's part of why I wanted to talk with you, Monarch. I know that we can be open with one another. Ich hätte lieber einen ehrlichen Feind als einen Freund, der mich betrügt. Das ist ein Teil des Grundes, warum ich mit dir sprechen wollte, Soraya. Ich weiß, dass wir einander gegenüber offen sein können. Ich schüttle meinen Kopf und bin mir nicht sicher, was ich darauf antworten soll. Ich sage ihm, dass ich mich ausruhen muss, dass ich ein wenig Zeit für mich allein brauche. So viel passierte auf einmal. Ich brauchte einfach eine Pause. Very well. We're meeting on the deck come morning then. I'll make sure to be on my best behavior. I respect you, Monarch. I always told myself that I'd serve the rightful rulers of this world. Wie du wünschst. Dann treffen wir uns am Morgen auf dem Deck. Ich werde sicherstellen, dass ich mein bestes Verhalten zur Schau trage. Ich respektiere dich, Monarchin.
Ich habe mir immer selbst gesagt, dass ich den rechtmäßigen Herrschern dieser Welt dienen würde. It just seems like I was also lied to by the Triumvirate. Just like Ulrich. Just like Pro. We're victims here. All of us. I may have realized it late, but was it too late? I guess we'll see. Es scheint so, als wäre auch ich vom Triumvirat belogen worden. Genau wie Ulrich. Genau wie Pro. Wir sind Opfer. Alle von uns. Ich habe es vielleicht spät realisiert. Vielleicht war es zu spät. Ich schätze, das werden wir herausfinden. Habe ich es euch nicht gesagt? Ihr habt euch vielleicht auch daran erinnert, aber er hat es eben gesagt. Einmal in dieser Unterhaltung, was wir natürlich als Monarchin, also als Seherin nicht wissen können, aber da hat er es eben gesagt, dass er den wahren Herrschern von Alestia dient. Und dass Halin sagte, er dient dem Triumvirat. Und das war der Moment, wo Sovi sagte, vielleicht... Er dachte immer, dass sie praktisch dasselbe Ziel hätten oder denselben Herren dienten, den, was weiß ich was, denselben loyal wären, aber dass das jetzt vielleicht nicht mehr so ist. Sein Verhalten schien sich geändert zu haben, jetzt, da wir alleine waren. Und zum allerersten Mal empfand ich so etwas wie Sympathie für ihn. Er war verletzt und verloren. Genau wie alle von uns. Wir versuchten alle nur das zu tun, von dem wir glaubten, dass es das Richtige war. Ich versicherte ihm, dass es ihm freistand, uns bei dem Treffen am nächsten Morgen Gesellschaft zu leisten. But everybody will be told to. Aber jeder würde erfahren, wer er ist. Und es würde ihre eigene Entscheidung zu sein, es wäre in ihrem eigenen Ermessen zu entscheiden, wie sie dann mit ihm umgehen wollten. Wenn die Mehrheit meiner Kameraden sich dafür entscheiden würde, dass sie ihn, dass er gehen müsste, dann würden sich unsere Wege in Maseo trennen. Very well. It's only fair. Have a good rest, Monarch. Nun, das ist nur fair. Aber eine gute Nacht, Monarchin. Er verbeugt sich von mir, als ich mich daran mache, die Zelle zu verlassen. Brick, wie gesagt, ich nehme an, sowas wie einen Laderaum. Und das ist dann hier die Zelle da drin. Ich stelle sicher, dass sie gut verschlossen ist. Er würde am nächsten Morgen rausgelassen werden. Für jetzt musste ich alleine sein mit meinen Gedanken. Ich musste das alles erstmal verarbeiten. Puh. Okay, das war viel. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ich begebe mich zurück zu meinem Bett und dort breche ich praktisch augenblicklich zusammen. Das Gewicht der kürzlichen Ereignisse lastet schwer auf mir, wie eine Tonne Ziegelsteine. Aber am Ende des Tages wusste ich einfach nicht, wem ich wirklich vertrauen konnte, und das war schrecklich. Ulrich und Pro, zwei unserer Kameraden, denen wir am meisten vertrauten, hatten dunkle Geheimnisse. Dass dies die Frage aufkommen, was alle anderen zu verbergen hatten, selbst Valessa und Fortaine. Wenn wir zurück in Maseo wären, dann würde ich sicherstellen müssen, dann würde ich mich ihrer Loyalität versichern müssen, bevor wir den Angriff auf Baltheos starten. Wir konnten uns nicht auf den größten und beschwerlichsten Teil unserer Reise konzentrieren, wenn wir solche ungeklärten Auseinandersetzungen brodeln hatten. Jeder musste in einem Tip-Top-Zustand sein und nichts durfte uns zurückhalten. So groß die Geheimnisse von Pro und Ulrich auch waren, es war eine Information, die wir zuvor nicht hatten. Informationen, die wir gegen unseren Feind verwenden konnten. Und gegen Baltheos. Wir waren unserem Ziel schon zu nahe, als dass wir zulassen konnten, dass solche internen Probleme alles zerstörten. Langsam driftete ich in den Schlaf über... I make my way. Und machte mich am nächsten Morgen auf den Weg zum Deck. Es war Zeit, dass alle erfahren würden, wer Sovi war.
Und dann würden wir eine letzte Diskussion führen über das, was als nächstes bevorstand. Wir waren bereit für unseren Angriff. Aber was sollten wir tun? Ein bisschen machen wir noch weiter. Alle standen am Deck herum, als ob sie darauf warteten, dass ich ankomme. Alle tauschten Blicke mit Sovi aus und ja, Unbehagen lag in der Luft. Ich konnte ihnen keinen Vorwurf machen, dass sie gerade so reserviert waren. Überhaupt nicht. Sie alle wendeten sich mir zu. So, that's when I hand the floor. Und das war es, als ich Sovi die Bühne sozusagen überlasse. Wenn er uns helfen wollte, dann musste er meine gesamte Crew für sich gewinnen. Die Entscheidung lag vielleicht bei mir, aber ihre Meinung war mir wichtig. Alle von uns versammelten sich in einer Art Kreis. Das bedeutete, dass er auf einfache Weise mit uns allen sprechen konnte. Ich war neugierig, was er zu sagen hatte. Immerhin stand gerade viel auf unserem Plan. My name is Sovi. I am, or was, the Grand Inquisitor. I no longer serve the Triumvirate. I was betrayed by my apprentice. He sold me out, forcing my masters to place me in exile. They threw me away. Mein Name ist Sovi. Ich bin, oder war, der Großinquisitor. Ich diene dem Triumvirat nicht länger. Ich wurde von meinem Nachfolger betrogen. Er ist mir in den Rücken gefallen und hat so meine Meister dazu gezwungen, mich ins Exil zu schicken. Sie haben mich weggeworfen. Everything they ever told me was a lie. I thought they were Alestia's rightful rulers. But then I figured out that this wasn't true. The heir to the throne is the monarch. I am a victim of their tyranny. Just as you are. All of you. I hope you understand. Alles, was sie mir je gesagt haben, war eine Lüge. Ich dachte, sie wären die rechtmäßigen Herrscher von Alestia. Aber dann fand ich heraus, dass das nicht wahr war. Der wahre Erbe für den Thron ist Soraya. Ich bin ein Opfer ihrer Tyrannei. Genau wie ihr. Alle von euch. Ich hoffe, ihr versteht das. I'm still at a loss. I don't really know what to do with myself. But coming here to meet with you and the monarch seemed like a good idea. Last night I also revealed some information that could help your upcoming attack. Ich fühle mich noch immer verloren. Ich weiß nicht wirklich, was ich mit mir selbst anfangen soll. Aber hierher zu kommen, euch zu treffen und Soraya, schien mir eine gute Idee zu sein. Letzte Nacht habe ich auch einige Informationen mitgeteilt, die euch bei eurem bevorstehenden Angriff helfen könnten. I just need to know that I belong somewhere. Attacking the Triumvirate will involve taking down Halen. We share a common purpose. At least until he's taken care of. Ich muss einfach wissen, dass ich irgendwo dazugehöre. Der Angriff auf das Triumvirat bedeutet auch, dass wir Halen besiegen. Wir teilen also ein gemeinsames Ziel, zumindest bis er nicht mehr ist. After that, I really don't know. I've always pledged my loyalty to the rightful ruler of Alestia. Logic would dictate that I now serve the monarch. But I don't know. Danach? Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe meine Loyalität immer den rechtmäßigen Herrschern von Alestia versprochen. Die Logik würde vorschreiben, dass ich danach der Monarchin diene. Aber ich weiß es einfach nicht. The Triumvirate can throw people away at the snap of a finger. But I'm not like that. What they did was hurt me almost beyond repair. I will help you attack Balteus and take down Halen. You have my word. Mit einem einzigen Fingerschnipp kann das Triumvirat sich jenen entledigen, die ihnen nicht länger nützlich sind. Aber so bin ich nicht. Was sie getan haben,
hat mich mehr verletzt, als man vielleicht je wieder gut machen kann. Ich werde euch bei eurem Angriff auf Baltheus unterstützen und dabei Halen zu besiegen. Ihr habt mein Wort. But after that, I don't know what will happen. In that sense, I am both an asset and a liability. If you want me to leave, then that's what I'll do. Aber was danach geschehen wird, das weiß ich nicht. In diesem Sinne bin ich sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil. Wenn ihr wollt, dass ich gehe, dann werde ich das tun. When we get to Maseo, you'll never see me again. That is, unless you want my help. I can offer valuable intel. It's a gamble for both you and me. I don't fully trust you either. Wenn wir nach Maseo kommen, dann werdet ihr mich nie wiedersehen. Das heißt, außer ihr wollt meine Hilfe. Ich kann euch wertvolle Einsichten anbieten. Es ist ein, Glücksspiel. Oder es ist, Gamble, das ist, bleiben wir bei Glücksspiel. Sowohl für euch als auch für mich. Ich vertraue euch auch nicht vollkommen. But hopefully I've earned a sliver of trust with the monarch. If she vouches for me, then hopefully you will as well. That is all. My fate is in your hands. I have nothing more to say. Aber hoffentlich habe ich ein wenig von Sorayas Vertrauen gewinnen können. Wenn sie sich für mich ausspricht, dann werdet ihr das hoffentlich ebenfalls tun. Das ist alles. Mein Schicksal liegt in euren Händen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Er verschränkt die Arme und wartet auf unsere Antworten. Und bevor er die bekommen wird, würde ich sagen, beenden wir die Folge erstmal. Das ist, glaube ich, ein guter Moment. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich tendiere dazu, dass ich ihm vertraue. Einfach, weil ich denke, ja, eben wegen dieser ganzen Vorgeschichte, diesem ganzen, er dient den wahren Herrschern Alestias. Und das ist nun mal nicht das Triumvirat. Und irgendwie, er tut mir einfach leid. Ich meine, er hat ihnen vertraut, er dachte, er hätte da sein Zuhause. Und vielleicht auch, dass sie ihn einfach mögen würden und dann wird er einfach so weggeworfen, das ist furchtbar. Also ja, ein bisschen tut er mir leid und ich weiß jetzt schon, dass Haul mir vermutlich dafür den Kopf abreißen wird. Sollten sich natürlich alle unsere Verbündeten tatsächlich kritisch äußern und sagen, nee, wir wollen den hier nicht, dann werde ich tatsächlich auf sie hören müssen. Aber sofern sie mir die Wahl lassen und ich sie davon, zumindest einige vielleicht, auf meiner Seite sind und denken so, ja, vermutlich meint er das ehrlich, ich denke, dann geben wir ihm eine Chance. Ich würde aber diesen Spielstand hier jetzt speichern. Nur für den Fall, dass ich mich irre. Dann können wir immer noch wieder ansetzen, falls wir dann irgendwie alle sterben und ein ganz böses Ende bekommen. Aber ich denke wirklich, ja, ich würde bereit sein, ihm zu vertrauen. Ob die anderen das auch so sehen, das werden wir hoffentlich das nächste Mal erfahren. Macht euch bis dahin einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns dann wieder bei Winds of Change. Bis dahin. Bye, bye.